Ja, hallo David, ich freue mich, dich demnächst bei uns im Podcast zu haben. Im Podcast geht es um Business Escape Rooms und deren wissenschaftliche Fundierung. Sag uns doch mal kurz in ein paar knappen Sätzen, um was es geht und was die Zuschauer und Zuhörer erwarten können. Die Idee des Escape Rooms, den ich entwickelt habe, war, dass ich untersuchen möchte, wie man intrinsische Motivation für Intrapreneurship über den Einsatz von Escape Rooms fördern kann. Dazu habe ich eine der etabliertesten Theorien in der Psychologie, die Self-Determination Theory, vor allem in der Motivationspsychologie, genutzt und darauf basierend ein Escape Room entwickelt und die Wirksamkeit von diesem Escape Room dann wissenschaftlich in der Studie untersucht und belegt. Super. Und wir haben das ja schon oft gemacht, auch in der Praxis. Was können denn die Zuschauer und Zuhörer unseres Podcasts aus dem Podcast mitnehmen, wenn sie aus dem Unternehmenskontext kommen? Die Zuschauer und Zuhörer werden wissenschaftliche Erkenntnisse darüber sammeln, wie man die intrinsische Motivation von Mitarbeitern im Bereich Entrepreneurship effektiv fördern kann. Super. Ja, und das lässt sich ja auch auf andere Themen übertragen. In dem Fall ist es Entrepreneurship. Aber es geht vor allen Dingen darum, um das Schaffen von intrinsischer Motivation für Veränderungen, ob das jetzt mehr Informationssicherheit ist, ob es mehr Entrepreneurship ist, ob es mehr Innovation ist, etc. Dann freuen wir uns, euch beim Podcast begrüßen zu dürfen. Es wird spannend und wir vereinen hier Wissenschaft mit Praxis. Bis dann. Ganz genau. Bis bald.